Jo, hallo liebe Freunde hier bei Let's Play The Elder Scrolls Online mit mir im Partial-LP. Aha, wir haben da irgendwas gefunden, aber es hat uns nichts gebracht, ey. Was machen wir denn jetzt, dadurch, dass die Quest nicht zum Holen ist? Wir schauen noch mal. Schlachtruf, die Stadt Kamlorn. Kamlorn, wo ist denn Kamlorn? Kamlorn. Vielleicht finden wir es doch. Altfelden, Rankfels, Vettelfern, der Turm. Da ist die Schlacht. Aber wo ist Kamlorn? Wo ist dieses Kamlorn? Ich finde das auch nicht mehr. Das wird mir auch nicht auf der Karte angezeigt. Das ist ja der Scheiß. Kamlorn, vielleicht steht's da. Nö, natürlich nicht. Nee, das ist gerade nicht möglich. Nee, also, wir suchen uns einfach eine andere Quest. Anker aus dem Hafen, das ist von der Gilde. Wir schauen einfach, wo es denn noch Quests zu finden gibt. Wir haben unsere Ausrüstung auch reparieren lassen. Das heißt, wir sind vollgepackt und bereit, um jeder Herausforderung entgegenzutreten. Wir reisen hier jetzt woanders hin. So. Wo reisen wir denn hin? Hier nicht. Ich würde sagen, in die Nähe von Dolchsturz reisen wir wieder. Ich hatte ja auch im letzten Part lauter Lags und irgendwie Reaktionszeit von 10 Minuten circa, grob geschätzt. Und deswegen ist der Part ja ein bisschen kürzer ausgefallen. Aber ich versuche jetzt da natürlich wieder Quests zu finden, die da am Weg herumliegen, um mich hoch zu leveln auf Level 10 jetzt. Und dann sollte das mal laufen hier. Da haben wir auch die nächste Quest bei denen da. Wer ist denn er? Brenda, Bernhard. dieser Wald ist Bernard. verflucht. Ein Wort der Warnung, mein Freund. Wenn das Land hat, ich weiß es nicht. Ich bringe meine Familie nach Dolch. Okay, dann machen wir das mal. Sprecht mit würdigen Helene. Der Angriff der Bäume ist das. Halleluja. Und die steht da mitten auf dieser kleinen Insel. Eure Hilfe in dieser Angelegenheit wird sehr geschätzt. Bald wird sich das Land wieder normalisieren und die Kreaturen im Wald. Der Wald ist in Aufruhr, hasserfüllt. Wir wollten ihn so besänftigen. Für den Augenblick ist es unsere Aufgabe, die An Nehmt diese Kreatur, Okay. Geboren aus und an die Essenz. Der Wirtbaum ist der Gang. Nein. Und das bereits. Lasst diesen Fackelkäfer fliegen, wohin? So, sammelt die Essenz von Etherius. Ach, wir sind da sogar im Suchgebiet schon. Hier brennt es überall. Das heißt, steigt doch ab hier. Ja, jetzt tu das wieder. Oh. Wo fliegst du hin? Wohin fliegst du? Soll ich dem einfach folgen? Irgendwo öffnet sich wieder was. Ja, da hinten. Lasst mich ja in Ruhe. Okay. Ja, dann halt nicht. So. Und du auch noch. Perfekt. Da ist die Essenz. Da looten wir noch ein wenig. Die Rohlederfetzen. Und jetzt laufen wir dem kleinen Käfer wieder nach.
Da läuft auch ein Freund herum, anscheinend. Oh. Euch habe ich ja gar nicht gesehen hier. Ja, das ist ja das Tolle an The Elder Scrolls, dass ich immer noch diese Lags drinnen habe, die ich am Anfang überhaupt nicht hatte. Aber jetzt sind auch viele Viecher momentan kein Problem für mich anscheinend. Komm, flatter weiter, mein kleiner Käferfreund. Ahornholz. Wozu auch immer das ist. Ach, hier, okay. Und die nächste Essenz. So. Steht auch nicht, wie viel wir brauchen, oder? Habe ich das irgendwie übersehen, überlesen, irgendwie? Ich glaube nicht. Wir sammeln einfach, bis wir steinreich sind und dann in Pension gehen können und anderen Spielern zusehen können, wie sie unsere Villa bauen. So, das hätten wir auch. Das heißt, mehr brauchen wir gar nicht. Ja, ich kann mein Pferd wieder nicht rufen, weil das alles leckt wie Sau. Jetzt geht's wieder mal. So. Und da ist dann auch eine Aufgabe drin, da wollen wir dann später reinschauen natürlich. Ich trauere um die Kreaturen, die ihr möge die Essenz von Ekli. So. Hoffentlich funktioniert es. Ja, hoffe ich doch auch, Girl. Das sollte gereicht haben. Kommt mit mir. Gut. Es hat funktioniert. Das ist ein hervorragender Schutzzauber, wenn ich das selbst so sagen darf. Kann ich da rein? Ihr kommt nicht aus diesem Dorf. Dieser Schutzzauber wird uns etwas Zeit kaufen. Jetzt müssen wir abgemacht. Die Mühle ist okay, leichte Rüstung. Wir müssen die ein. Meine Schwester Johanna hat einen Plan, wie man den Dorfbewohnern helfen kann. Aber wir brauchen. Der Wirtbaum ist. Nein. Und das bereitet. Okay, dann reden wir. Ist das ihre Schwester? Okay, nee, ich rede mit dir. Wer seid ihr, dass ihr einfach so durch Flammen und Wald schreitet? Ihr riecht nach der Stadt aus Stein. Kommt ihr, um unseren Wald zu fällen? Wenn ihr das sagt? Meine Schwestern und ich dienen dem Bäldern. Meine Schwester so irgendwie alle helfen, hier zurück, Asche damit und Gnade. Wir sie hier beschützen können. Rettet die Einwohner, okay. Dann retten wir die Einwohner. Da ist schon der erste Einwohner. Ach nee, wir müssen. Okay, ich verstehe schon. Ich glaube, wir müssen Feuer löschen. Von dieser Quest habe ich schon gehört. Wer auf hier Feuer zu spucken. So. Und Wassermarsch. Genug! Mura sieht sich das nicht länger mit an. Hier Hallo. Werdet keinem von Mura. Diese Kreaturen tauchen. Sprecht ihr die Wahrheit? Mura hat Geschichte. So. Einen haben wir gerettet. Oder eine Katze aus dem Feuer gerettet. Ist das nicht heldenhaft? Ich glaube, wir müssen wieder zum Brunnen. Oder haben wir noch? Noch Wasser genug in dem Eimer, obwohl wir normalerweise, logischerweise, alles für einen brauchen. Wo ist denn das nächste Feuer? Ach, da unten am Hafen. Oh.
Na, hoffentlich muss ich da nicht wieder zurück. Die Waffe brauchen wir momentan nicht zum Löschen. Hey, da ist ja einer. Oder eine. Ich will nicht hier draußen. Verletzt, verletzt. Überlebende? So. Du bist gerettet. Dann gehen wir natürlich weiter und suchen die anderen vier Freunde. Aber komischerweise, nur wenn ich komme, sagen sie, ja, suchen wir nach Überlebenden. Du bist ein Zweigling. Ich denke, Feuer ist ganz effektiv gegen dich, oder? Ja. Definitiv. Und jetzt die besiegen. Aber wir müssen diese Feuer irgendwie löschen. Kann ich mit dir reden? Sonst teilen wir ihr Schicksal. Ich würde gern mit dir reden. Ach, jetzt. Warte. Wichtige Position finden zum Reden. Geht irgendwie nicht. Oh. Oh. Ich kann mit dir nicht reden. Was soll denn das? Das ist auch schon so oft passiert hier in dem Spiel. Geht so leichter. Ach, Girl, ich will mit dir reden einfach. Komm, ein kleiner Flirt nebenbei. Ich kann auch gar nichts machen. Ich kann auch die Waffe nicht zurücknehmen. Und ich kann gerade auch nicht zuschlagen zum Beispiel. Also, wir sehen uns gleich. So, da bin ich wieder. Und die hat jetzt gerade ein Feuer gelöscht. Meine geliebte Tochter. Nein. Aber wir müssen diese Feuer irgendwie löschen. Sonst teilen wir es. Löschen. Und löschen. Oh, ich hätte dich wiederbelebt, du Sackgesicht. Wir haben keine Zeit. Löschen. Ich hab's doch gerade gelöscht. So. Schicken meine Schwestern auf. Mögen die Muttergeister. Nein, meine wunderschöne Tochter. Bitte sag doch etwas. Es geht dir doch gut, oder? Nein. Es muss dir einfach gut gehen. Ach, die tut mir jetzt aber leid. Wir müssen gehen. Wir können nicht länger hier bleiben. Wir können sie nicht einfach so. Und jetzt, wo ist. Oh. Dicht. Okay, ich muss vorher zum Steg noch. Hier dürfte jemand sein. Am Schiff wahrscheinlich versteckt. Ach, hier bist du. Es ist gut, dass ihr recht. Ah, die Mühle. So, und jetzt nur noch einer, aber da gehen wir. Reiten wir mit dem Pferd hin, wenn ich das Pferd rufen könnte. Ach, liebes Spiel, liebes Inter... Oh, ja, weil ich vorher zweimal auf H gedrückt habe. Und jetzt aber... Ich will auch nicht mit dem Haustier rumrennen. Ich finde, das sieht ein bisschen komisch aus. Wenn man da so ein großer Krieger ist, wo ein kleines Haustier nachrennt. Hey, Girl. Komm runter hier. Kann ich irgendwie so mit dir reden? Nee, ich bin da nicht nah genug dran wahrscheinlich. Aber jetzt. So. Und erledigt sind die auch. Und jetzt. Och, geh weg. Ich dachte, ich wäre die Jedes dieser Verdammt. Ich habe keine Angst zu sterben. So, und jetzt darf ich wieder zur Mühle zurücklaufen. Die ist da hinten.
Es regnet, also müssten eigentlich alle Feuer gelöscht sein, oder? Ja, ist ja so, oder? Täusche ich mich da? Ja, die löschen sich gerade. Ist ja cool, dass man daran gedacht hat, aber ist dadurch die Questen nicht zu machen? Die ist Level 14 und ist hier. Vielleicht habe ich mir zu schnell ein Urteil über euch gebildet. Die restlichen Feuer sollten bald von allein ausgehen. Ihr habt getan. Es gibt noch so Asche und Gnade. Meine Schwestern und ich sollten in der Lage sein, alle in Sicherheit zu bringen. Was muss ich denn tun? Wir können entlang der Wurzeln des Wirtbaums reisen. Dadurch konnten wir so schnell hierher kommen. Doch der Boden selbst, nichts ist reiner als das Leben selbst. Okay, darum kümmere ich mich. Aber ich sag, wir sehen uns hier das nächste Mal wieder, wenn ich mich um diesen verdorbenen, überdüngten Boden kümmere. Ich sag, danke fürs Zusehen. Euer Patian LP. Tschü, Leute.